Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Simulator. Ja, nach dem miserablen Ende der letzten Folge versuchen wir unser Glück nochmal. Und zwar fahren wir die Doppelstockwagen. Also ein bisschen erstmal hier. Guten Tag, Lokführer. Lasst Sie zuerst hier in Lübeck die Passagiere zusteigen. Ihre nächsten Halte sind Rheinfeld und Bad Oldsloe. Alles klar. Also, wir fahren hier den Doppelstock. Sieht aus wie die ältere Generation, aber das könnte auch die neuere sein, das weiß ich. So, gucken wir uns hinten. Ah, gezogen oder geschoben von der 218er. Wir haben 5 Wägen, alles klar. Ja, wir lassen die Leute erstmal zusteigen. Mit Tee, soweit ich weiß, jawohl. So, schalten auf Forward und ich habe jetzt auch mal wieder umgestellt auf Experte. Dann das ging mir dann doch schon ein bisschen auf den Sack. 1B, 1A. Ach halt. 2, 3, 4. Was habe ich denn alles bis... Oh, das ist Notbremsung. Pünktlichkeitsbonus. Cool. FU Dauerbremsung. Ne, FU. So, geben wir mal Gas. Wir können ruhig mal Vollgas geben eigentlich. Gehen wir mit dem Führerstand. Rechtzig dürfen wir fahren. Oh, bremsen, bremsen. Jetzt im Expertenbonus kriegt man ja natürlich auch Minuspunkte, wenn man die Geschwindigkeiten übertrifft. Mit der Oberleitung passiert. Aber jetzt davon 90. Nächster Halt ist in 14 Kilometern. Ah, da, guck mal, da unten sind wir letztes Mal. Nicht so viel quatschen. Da unten sind wir letztes Mal reingefahren mit dem Güterzug. Hier unten, genau. Jetzt fahren wir die Strecke zurück. Auch interessant. Hört uns mal auf, hier die Geschwindigkeit zu überschreiten. 6% ist schon zu viel, oder? Was ist, wenn ich Dauerbremsen dann habe? Also irgendwie ist die 218 doch stärker als ich gedacht hatte, ja. Muss ich ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass die so hart, also so stark anzieht. Vor allem die Anzeige links ist eigentlich auch für den Arsch, weil wie wir alle wissen, die 218er läuft natürlich nicht mit Strom. Ja, sieht man auch. Das ist eine Diesel-Lok. Deshalb frage ich mich, warum da 16 Kilovolt angezeigt werden.
Naja. Dann können wir schon wieder ein bisschen Gas geben. 120 ist dann da vorne. Ach, hier schon. Okay. Wie viel bringen die denn bei voll? Über 600. Oh, krass. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die so abbeschleunigt. So ein bisschen, habe ich das Gefühl, nach rechts und links. Wir können ja mal hier ein bisschen gucken, ob wir eine gute Kamera. Ah, da war eine gute Kameraposition finden. Ausmaß Bild. Ja, schön. Aber nicht von oben. Hallo, nicht von oben. Jetzt. Wir haben natürlich auch genau. Vorne, was haben wir hier? Was ist denn das? Kinoansicht. Okay, das ist die irgendeine freie. Oh! Hier sind wir. So, so. Halt zurück. Ich lasse mir unseren Zug hier unbemannt fahren. Ist auch nicht schlecht. Gucken lieber auf die Karte. Ja. Also mir ist schon aufgefallen, der Zug hat eine sehr gute Bremse. Jetzt brauchen wir nicht so früh bremsen. Wir müssen da sein. Und 52 müssen wir ankommen. Ja. 53 rechtzeitig ETA, so wie ETA heißt. Ach so, das wäre noch rechtzeitig. Ah, okay. Hier geht's leicht berghoch. Sehe ich auch schon den Bahnhof. Wollen wir mal ausprobieren. Warte, jetzt bremst der extrem. Alter Schwede, bremst der hart. Kommen wir mal bei einem Kilometer dann an.
so bremsen. Also allein schon die 2 ist ja extrem. Also, ich habe gerade keine Worte dafür. Also, es gibt deutlich schlechtere Züge, zum Beispiel den wir letztes Mal hatten. Der hat ja wirklich kaum gebremst. Kann nicht lösen. Oh, falsche Taste. Okay, also da musst du echt kaum vorher bremsen. Wir fahren ja hier mit 30 in den Bahnhof ein. Ja, legt's mich am Arsch. Ja, komm, wir schaffen's heute noch. Wir schaffen's heute noch. Was ist das? Aha. Jetzt nochmal richtig Gas geben. Mit 20 in den Bahnhof einfahren. Wir bremsen nochmal. Sonst sind wir nicht mehr pünktlich, weil ich möchte gerne den Pünktlichkeitsbonus noch mitnehmen. Okay, lass mal die Leute kurz einsteigen. Wir sehen ja, wann die Türen schließen. Pünktlichkeitsbonus, ja. Wir sind halt gut. Das ist halt das Schlimme bei den Dieselloks, die brauchen ewig zum Anfahren. Haben dann aber eine wirklich klasse Beschleunigung, muss man echt sagen. Also jetzt sieht man ja schon. Liegen hier bei einer Beschleunigung von 50 kN. Ja. Vollgas. Gas. 120 dürfen wir fahren. Muss man nur von der Seite sehen. Jetzt, jawohl. Was? Oh, 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 oh. Oh. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, man, so schnell ist man mal abgelenkt. Berg hoch. Hallo. Ah, jetzt.
Ist Brunslohe eigentlich unser Endbahnhof? Ja. Ja, weiß ich da schon mal Bescheid. Vorher bergab oder warum haben wir so wenig Power gebraucht? Weil jetzt sind wir bei 28%, vorhin waren wir gerade mal bei so bei 5%, um die Geschwindigkeit zu halten. Okay. Eigenartig, ja. Ich habe vorhin nicht drauf geachtet, ob wir da die Gefälle runtergefahren sind. Wir haben aber immer noch die gleichen Bugs. Ja. Das linke Signal zeigt auch grün. Kann es aber eigentlich gar nicht, weil da gerade der Zug ums Eck kam. Kann man mal sagen. So, wir bremsen bei. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bei 800 Meter. Ja. Wir bremsen mal bei 800 Meter. Wenn wir das gleich hinauslaufen, ne? Das ist schon der Bahnsteig, oder? Da vorne ist er. Jetzt gucken wir nicht mit 20 in den Bahnhof rein. Aber ihr seht schon 1A, das ist die erste Bremsstufe, die ist schon so krass hart. Ja, unglaublich. Einmal bremsen, die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Und dann war es das, glaube ich, mit dem Szenario. Wir haben zwar trotzdem noch grün. War es, glaube ich. Jawohl, gut gemacht. Sie haben alle Halte ohne Zwischenfälle angefahren. Wählen Sie das Szenario Lübeck nach Hamburg Teil 2 aus dem Karriere. Ah, man kann hier die Fahrt fortsetzen. Gut, das sehen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.